Ich glaube, dieses Video ist einfach so ein kleines Lebensupdate. Ich zeige euch, was bei mir gerade so abgeht und wie sich mein Zimmer verändert hat. Fun Fact, es hat sich ziemlich verändert. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, warum ich es mache. Aber irgendwie habe ich gerade voll Bock drauf. Es ist gerade Sonntag, der 16.02. Und weil ich sonst nichts zu tun habe und seit 2 Jahren nicht mehr gevloggt habe, hier ein neuer Vlog. Ich bin hier natürlich unten in meinem Keller, / in meinem Proberaum, / im Fitnessraum und / in meinem Studio. Und das Coole ist, wir haben diese Woche einfach grandiose 2 Schultage nur. Und dieses Video ist auch tatsächlich das erste Video, was dann auch wirklich mal in 50 FPS hochgeladen wird. Denn wer mir auf Instagram folgt, hat eh schon gesehen, dass ich jetzt endlich herausgefunden habe, wie man in meinem Schnittprogramm Videos in 50 FPS rendert. Heute habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein paar tolle Veränderungen hier, die so stattgefunden haben in meinem Zimmer oder in meinem zweiten Zimmer. Also hierüber habe ich jetzt auch schon die letzten 2 Videos gemacht, also da gab es jetzt nichts Neues, wie soll es denn auch, ist erst eine Woche her das Video. Gestern auch wieder zusammen musiziert, eine Probe gehabt, das war schon echt nice. Genau, Digga, die Uhr gönnt sich. Ich habe jetzt am Wochenende mal überlegt, diesen Akustikschaumstoff irgendwie da an die Wand zu hängen. Dann hätte ich so einen ziemlich nicen Video-Hintergrund, aber ja, keine Ahnung, muss man in den Karnevalsferien machen. Sonst gab es hier im Keller natürlich keine Veränderungen, außer dass ich hier auf lustig ein LED-Band um mein Schlagzeug gelegt habe. Machen wir mal die ganzen Softboxen hier aus. Mein Kühlschrank läuft durchgehend auf Energiesparmodus. Und was für Getränke sind drin? Natürlich, nur Ginger Ale, Lieblingsgetränk. Ah, scheiße, der Akku meiner Kamera ist leer. Jetzt, wo ich gerade anfangen wollte zu vloggen. Was macht dieses komische Ding denn hier? Das habe ich mir vor 2 Jahren oder so gekauft und noch nie benutzt, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ein Gimbal, nur anstatt mit Strom einfach mit ein paar Gewichten. Ich bin jetzt hier in meinem Zimmer, habe den Akku jetzt kurz vollladen lassen. Und ich muss sagen, es hat sich echt ziemlich viel verändert hier oben. Alexa, schreib dich an. Ist den PC an. Und auch hier, allein schon auf meinem Schreibtisch, der Curved-Monitor, den habe ich euch schon mal gezeigt. Diesen Monitor auch. Da steht ein neuer WLAN-Router. Da stehen meine neuen Boxen, die unverschämt teuer sind. Das sind nämlich die Logitech Z623 Boxen. Hier 2 Hochtöner. Und eine wirklich, wirklich dezente Bassbox. Hier neben steht mein PC, über den ich ja auch ein Video gemacht habe. Und bei dem kann ich jetzt auch endlich die Farben einstellen, also von den Lüftern. Das hat ja auch Monate bei mir gedauert. Dann kommen wir nach hier oben. Hier ist mein neues Licht, mein neues altes Mikrofon und auch das Audio-Interface. Das habe ich ja auch im letzten Video über mein Schlagzeugzubehör schon angesprochen, dass ich mein Focusrite-Interface auch manchmal hier oben stehen habe. Weil dann geht von hier so ein Kabel da und dann hier schön säuberlich mit diesen Kabelbindern aus Klettverschluss am Arm befestigt, geht es dann hier in mein Mikrofon. Und ich muss sagen, dieses Mikrofon inklusive Spinne, hier Windschutz, Popschutz und diesem Arm hat damals vor 3 Jahren 50 Euro gekostet. Also, aber es gilt die Faustregel, es ist egal, wie billig dein XLR-Mikrofon ist, wenn du ein gutes Audio-Interface hast, dann hört sich das eh geil an. Also das ist einfach nur schön, wie gut diese Mikrofonqualität ist. Ich habe jetzt schon mal zum Streamen benutzt, 1-2 Mal und es auch da funktioniert richtig gut. Und das Coole ist, erstmal sehe ich hier unten auf meinem Interface, wie laut ich bin. Ah! Und das Mikrofon nimmt nur einen sehr kleinen Bereich auf. Also wenn ich hier was weiter hinter spreche, dann hört man meine Stimme auch so gut wie gar nicht mehr. Und wenn dann irgendwer in mein Zimmer reinkommt und irgendwas sagt, hört man das dann auch nicht. Das ist ganz gut. Hier ist natürlich mein Stream Deck Mini. Das habe ich auch schon seit 1,5 Jahren. Habe ich sogar mal ein Video drüber gemacht. Ziemlich geil. Über meine Razer Ornata Chroma habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht. Und dann habe ich mir eben vor ein paar Wochen die Razer DeathAdder Elite geholt. Ich weiß, für ein neues Mauspad hat es leider nicht gereicht. Das ist auch 3 Jahre alt. Da muss ich mir echt mal ein neues holen. Aber diese Maus ist sehr cool. Ich habe hier 2 Tasten, um die DPI-Anzahl einzustellen. Kommt dann hier so eine coole Einblendung.
Und ich habe halt zwei Schultertasten, was ziemlich cool ist, wenn man irgendwie im Internet unterwegs ist. Und ich habe tatsächlich auch vor ein, zwei Wochen mein Videoschnittprogramm geupdatet. Und zwar habe ich jetzt Magix Video Deluxe Premium 2020. Vorher hatte ich irgendwie das ganz normale Magix Video Deluxe, aber halt ohne Updates. Und ja, habe ich jetzt nochmal geupdatet. Und habe dafür auch diesen Magix Music Maker für umsonst dazu bekommen. Bisher habe ich meine Videos immer so gerendert. Ich bin hier draufgegangen, dann einfach hier so ausgeben, Qualität eingestellt und dann gerendert. Und das war dann nie in 60 FPS. Und das hat mich abgefuckt. Muss ich hier bei Datei Film exportieren als MP4. Dann kann ich hier wirklich alles einstellen. Die Auflösung 720p, weil meine Kamera nur in 720p 50 FPS aufnehmen kann. Dann hier, ganz wichtig, die Framerate 50 FPS und Seitenverhältnis 16 zu 9. Dann kann ich hier auch nochmal auf OK drücken und dann rendert es auch vernünftig. Guckt, das ist jetzt ganz normal gerendert, wie früher. Und dann habe ich das jetzt hier nochmal Probe gerendert und es ist tatsächlich in 50 FPS. Und ich finde auch, dass sich die Farben ein bisschen verbessert haben. Keine Ahnung, wie das geht, aber es dauert doppelt so lange, das zu exportieren, aber dann ist es auch richtig gut. Hier ist mein neuer Router, der hat sogar 5 GHz WLAN und so den ganzen Scheiß. Das ist auch mit unserer neuen 100.000er Leitung richtig nice. Also der schickt mir auch 90.000 auf mein Handy kabellos, das ist ehrenwert. Mein richtig durchgesessener Stuhl, da sieht man richtig, wo mein Fettarsch immer sitzt. Das Problem ist, ich sitze halt immer total weit vorne, wenn ich mich irgendwie konzentriere. Und deswegen sind da richtige Falten drin da vorne, Alter. Aber ich muss sagen, das kostet irgendwie 100 € bei XXX Lutz und funktioniert perfekt. Mache ich einfach eine kurze Roomtour. Hier ist mein Nachttisch, das sind jetzt irgendwie zwei von diesen Blöcken, vorher hatte ich nur eins. Und das hier ist mein neues Riesenbett, Alter. Ich glaube, dieses Video ist einfach so ein kleines Lebensupdate. Ich zeige euch, was bei mir gerade so abgeht und wie sich mein Zimmer verändert hat. Fun Fact, es hat sich ziemlich verändert. Das hier ist mein neues Boxspringbett, was 1,40 Meter breit ist. Also ich muss sagen, es ist saugemütlich und man hat hier natürlich sau viel Platz. Aber ich finde diese Qualität von dieser Canon EOS M10 für 300 € echt richtig gut. Boah, nur dieser Fokus, der geht mir so dermaßen auf die Eier. Ah! By the way, habe ich mir ein riesiges 2 Meter USB-C Fast Charging Kabel in meinem Bettkasten integriert. Und jetzt kann ich mein Handy echt richtig easy aufladen und dabei im Bett chillen. Ich zeige euch das mal. Ah, hier in diesem Bettkasten ist einfach eine Mehrfachsteckdose mit einem Lightning-Kabel für mein iPad und einem normalen USB-C-Kabel für mein Handy. Was haben wir hier noch? Das hier ist mein Schrank. Das ist derselbe. Den habe ich nochmal folieren lassen. Folieren lassen heißt aka meine Mom gefragt, ob die das machen kann. Hat die gemacht und es sieht echt extrem geil aus. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei meinem Fernseher-Review bei irgendwie 18.000 Aufrufen oder so. Nice. Und das habe ich auch schon mal erwähnt vor einem Jahr. Ich habe mir diese Bose Solo 5 geholt. Hört sich extrem nice an und diese Fernbedienung sieht einfach aus wie ein Spaß. Aber na ja, es sieht auf jeden Fall jetzt alles komplett anders aus. Da ist das neue Rammstein-Album, lol. Hier ist meine PC-Ecke, halt jetzt mit einer neuen Maus und einem neuen Mikrofon und neuen Lautsprechern und neuen WLAN-Router und einem Audio-Interface. Digga, es hat sich so krass alles wieder weiterentwickelt. Das Einzige, was ich eigentlich noch bräuchte, ist eine Webcam, die in 60 FPS aufnehmen kann. Weil es ist immer ein bisschen frustrierend, wenn dann das Game in 60 FPS läuft, aber dann meine Kamera, also wenn ich mich dann nur in 30 FPS bewege und das geht mir auf den Sack. Ich habe auch eben, als ich angefangen habe zu drehen, einfach mal von diesem komischen Gimbal mit ein paar Gewichten dran den Griff abgeschraubt und habe den dann unter meine Kamera gestraubt. Und jetzt ist quasi wie ein Stativ, nur dass man es nicht hinstellen kann. Alle meine Gorillapods, die ich habe, sind halt auch scheiße. Naja, wenigstens kann ich mein urolles Gorillapod noch dafür benutzen, meine Webcam zu halten. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Art von Video war, aber irgendwie hatte ich mal Bock, einfach drauf loszulabern und deswegen kam jetzt so ein Vlog oder so raus. Keine Ahnung. Wenn ihr bei mir auf dem Kanal bitte ein Abo dalassen und einen Daumen hoch geben und einen Kommentar schreiben, wie ihr mein neues Setup findet. Bis dahin, haut rein und ciao.